Wir sind hier im Schulhaus Grabserberg. Am Abend findet hier die Top-Versammlung vom Skiclub Grabserberg statt. Und ich habe bei mir zwei Vertreter von dem Skiclub, vom Vorstand. Das ist der Präsident, Peter Rohner, und der Erika Fetsch. Ich fange gerade an mit dem Peter. Peter, schon bald ist das Bubenschwingen hier zu Grabs. Wie kommt ein Skiclub dazu, ein Schwingfest zu organisieren für die Buben? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind auch angefragt worden vom Rital-Oberländer Schwingerverband. Wie ja hoffentlich alle wissen, findet ja das kantonale Schwingfest in Grabs statt. Und wir sind angefragt worden, ob wir eine Woche vorher auf dem Gelände vom kantonalen Schwingfest einen Bubenschwingen durchführen als Organisator. Wir haben uns dann das überlegt und ein paar Absprachen gemacht mit dem OK vom kantonalen Schwingfest und haben dann das Gefühl gehabt, das passt dann auch zu uns als Skiclub. Jetzt als Skiclub ein Schwingfest ist ein bisschen speziell. Wir setzen uns ja normal für die Jugendförderung ein im Skifahren. Aber der Skiclub Grabserberg macht schon seit Haufen Jahren auch all wieder einmal einen öffentlichen Anlass. Und dann haben wir gefunden, das ist eine gute Kombination. Wieder einmal etwas machen hier fürs Dorf, das Grabs, und dann noch mit Jugendförderung im Sport. Und darum haben wir zugesagt. Also ich finde das natürlich super. Aber sonst sind ihr auch ja gewöhnt, Pisten zu präparieren und nicht Segmehlplätze, oder? Ja, das ist ja so. Also wir werden ja hier alles, was schwingtechnisch anbelangt, unterstützt vom David Zimmermann, vom Schwingverband. Also er schaut dort zum Rechten. Wir organisieren alles rundum. Infrastruktur und so weiter. Und für den Anlass selber, für die Wettkämpfe, ist der Rintal-Oberländische Schwingerverband zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, also eben wir dürfen die Infrastruktur vom kantonalen Schwingfest nutzen. Dort sind wir sehr dankbar. Wir werden dort gut unterstützt vom OK, vom kantonalen Schwingfest. Und alles, was schwingtechnisch belangt, betreut uns der Schwingerverband. Wir machen dann schon die Platz machen für die Buben, aber unter Anleitung von ihnen, dass wir das herbringen. Auf Sepp kommen wir nachher. Jetzt möchte ich schnell noch Erika etwas fragen. Ich kenne dich so als Mädchen für alles in dem Skiclub Grabserberg. Welche sind deine Hauptaufgaben? Ja, ich bin vor allem für die Presse zuständig. Also ich da die ganze Homepage, da ich manage halt alle Anmeldungen von der Rio und so, die über die Homepage laufen. Ich halte die Mitglieder immer ein bisschen auf dem neuesten Stand über die Homepage, über Instagram und so weiter. Und bin darum auch allen Anlässen ein bisschen mit dabei. Und eben halt dort auch als Helfer, sei es Dörliwart oder Starter, ich bin ja auch schon gesehen an einem Skirennen. Ja, wirklich Mädchen für alles. Ich habe das richtig eingeschätzt. Schön, wie du Grabserberger bist, Erika. Man hört, dass du da oben auch aufgewachsen bist und auch da in der Schule bist. Was sind jetzt deine Hauptaufgaben da noch für Schwingfest selber? Ich glaube, du Sponsoring ist ja deine Aufgabe noch. Vielleicht kannst du noch etwas sagen, noch Eintritt und so. Ja, wir haben einen Haufen gute Sponsoren gefunden, zum Glück. Also eben so das Gewerbe Grabs, das uns wirklich gut unterstützt. Und haben dort auch Hauptsponsoren gefunden wie Migros oder Alpiger, Schöb, Raiffeisen, die uns wirklich sehr gut unterstützen. Oder eben auch regionale Sponsoren, die uns gut unterstützen. Dadurch können wir so machen, dass der Eintritt frei ist an diesem Schwingfest, weil wir natürlich hoffen, dass ein Haufen Festbesucher dann auch werden kommen. Ja, und eben dort Sponsoring ist vor allem meine Aufgabe, eben dort Sponsoren anfragen. Ich habe mit einer anderen Skiclub-Kollegin, wo wir zum Glück so in der Werbetechnik ist sie daheim, haben wir Flyer gestaltet, haben wir Plakat für den Dorfeingang gestaltet und Toppreise habe ich auch organisiert, habe ich auch mit einer Bude zu Grabs unter anderem, haben wir dort auch können schauen, dass es coole Preise gibt für die, die dann gewinnen an dem Schwingfest, ja, dass wir überall ein bisschen aufgestellt und parat sind. Die Erika könnte noch einen Sauhaufen erzählen, was sie sonst einfach auch noch macht. Aber wir sehen schon, Mädchen für alles. Und der Peter ist ja sicher froh, wenn er so eine Frau in seinem Vorstand hat, vom Skiclub. Peter, vielleicht noch eine Frage jetzt zu der Schwingerei. Weiss man schon etwas über die Anzahl Schwinger, die kommen und woher das die kommen? Ja, also Stand jetzt sind 320 circa angemeldet, 320 Buben, die hier mitmachen. Die kommen vorwiegend aus den Kantonen vom Nordostschweizer Schwingverband. Und zusätzlich, was uns sehr freut, es kommen circa 25 Schwinger aus dem Kanton Freiburg. Die sind eingeladen als Gäste und das freut uns, dass die hier auf Grabs kommen. Vielleicht ein Wort noch zu den Gästen. Die Freiburger sind dann auch beim Aktivschwinger dabei, eine Woche drauf, beim Kantonalen. Das ist ein freundschaftlich verbundener Club.
mit dem Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Darum kommen hier die Schwinger her. Da finde ich super, dass man so einen Austausch hat. Und dann kann man erst noch ein bisschen Französisch lernen mit denen. Denke ich dann. Vielleicht noch, Peter, was sind jetzt noch die schwersten Aufgaben, die jetzt noch bevorstehen? Das ist, wir sind jetzt ein paar Tage vor dem Anlass. Was kommt auf euch noch zu? Als, was hast du im Kopf, der noch laufen muss? Ja, also ein grosser Teil ist gelaufen, was organisatorisch betrifft. Aber jetzt geht es dann so richtig los. Es werden in diesen 3 Tagen vorher, wo wir am Abend einmal aufstellen und an dem Samstag und dann am Sonntag zum Aufräumen, sind ca. 100 Skiklüppler im Einsatz. Und die haben sich jetzt eingetragen für die verschiedenen Schichten und die muss man jetzt noch koordinieren, dass jeder weiß, was er wann muss machen. Also da ist noch einiges vor uns, aber ich habe das Gefühl, wir sind hier gut unterwegs, dass wir da dann parat sind an dem Samstag. Wie viele Mitglieder habt ihr denn überhaupt in dem Skiclub Gapserberg, dass das so etwas stimmen könnte? Ja, wir haben insgesamt haben wir 650 Mitglieder, also recht ein grosser Verein. Da muss man aber schon sagen, viele sind passiv dabei. Aber jetzt, so wie heute Abend an einer Hauptversammlung, erwarten wir jetzt gut 100 Leute, die hier dabei sind. Und das ist schon so ein bisschen der aktive Teil. Dann haben wir ca. 70 Kinder, die in der IO sind, wo wir das Skifahren beibringen und wo für uns Rennen fahren. Und wir haben das so entschieden, dass wir, falls wir einen Gewinn machen bei diesem Schwingfest, dass der vollumfänglich dann in Nachwuchs von unserem Skiclub, also in die IO, investiert wird. Das heisst, alle von diesen 100 Leuten, die hier helfen, und alle, die im OK sind, arbeiten ehrenamtlich und gratis. Schön, was sagst du da noch? Vielleicht jetzt noch zum Schluss eine Frage an dich, Erika. Eben, das Geld, das kommt, bist ja du ein bisschen verantwortlich. Ihr habt ja noch so ein bisschen Rahmenprogramm. Und wenn ihr sicher dürfen erwarten, sind ein Haufen Eltern und Angehörige der Schwinger selber. Da bist du mal schon fast sicher. Aber was bietet ihr denn noch, dass es eben vielleicht die Kasse noch etwas füllt? Ja, also wir haben unter dem Tag haben wir natürlich Festwirtschaft, wo wir eben hoffen, dass ein Haufen kommt, wo wir kommen verpflegen. Und ab dem Abend, also ab 17:30, da ist dann gerade so nach dem Rangverlesen, haben wir das Ländler-Trio Augenschmaus. Da ist eine Ländlerformation vom Glarnerland und Gomiswald sind sie zusammengestellt. Und sie werden dann am Abend aufspielen zum Tanz. Und darum hoffen wir schon, dass es dann am Abend auch noch ein bisschen einen gemütlichen Ausklang gibt. Also das ist ja schon ein besonderer Name, aber da muss er sicher Frauen dabei haben, nicht nur Männer, die hier spielen. Das sind Augenschmaus, oder Erika? Nein, es sind wirklich drei Männer, die dabei sind. Ja. Donnerwetter, ja, da bin ich ja gespannt, wie die aussehen. Jetzt sind die zwei, die eine Art Auslöser waren, dass das Bubenschwingen hier in Grab stattfindet, hier bei uns. Da sind die zwei, darf ich schon sagen, recht erfolgreichen Jungschwinger, die wir haben, im Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Der Johannes, er hat jetzt gerade das Mikrofon in der Hand, Eckenberger, und der Daniel. Und das ist eine Art Grund, dass der Peter und der Erika und der Vorstand Ja gesagt haben, zum Schwingfest, das Bubenschwingfest durchzuführen. Und nicht zuletzt auch noch eure Väter oder vor allem auch dein Vater, Johannes, der hier viel ausgelöst hat, dass das Schwingfest hier stattfindet. Danke euch zwei vielmals. Und sind wir schauen, über den so stolz neben denen können sie nach dem Buben schwingen. So, ihr zwei, ihr seid hier oben in der Schule. Habt alles miteinander gemacht, euch um. Ich weiss nicht, wer da der Schlimmer war in der Schulzeit. Johannes, wie schätzt du den Daniel während der Schulzeit als dein Schulkamerad? Ja, sicher für jeden Scheissdreck brauchbar. Aber man hätte nicht mal konzentriert mit dem Arbeiten. Aber also redet jetzt von der Schule, gell? Ja, ja. Was habt ihr dort gemacht? Ja, etwa mal, wenn man die Lehrerin dann kam. Nein, aber es war immer cool mit dem. Man konnte immer viel Scheissdreck mit dem machen und immer lustig. Daniel, wie hast denn du den Johannes in Erinnerung? Habt ihr denn hier schon miteinander gerammelt, mal? Oder wo ist das Fieber ausgelöst worden, dass ihr angefangen habt zu schwingen? Ja, halb von den Brüdern. Weil die Brüder haben angefangen zu schwingen, von ihm, den Brüdern und von mir. Der Christian und der Julian. Und dann haben sie gesagt, ob wir auch mal mitkommen trainieren, einfach mal schauen, wie es ist. Nachher hat es uns gefallen und nachher sind wir weiter hingegangen. Okay. Und nachher sind wir jetzt in der zweiten Oberstufe, hier in Grabsunnen in der Schule.
habt ihr da schon Berufspläne? Weißt denn du schon, was wird werden? Übrigens sind beide Söhne von Landwirten hier am Grabserberg. Daniel, was hast du im Sinn, einmal zu machen? Ja, Zimmermann. Und hast du schon eine Lehrstelle oder bist du schon geschnuppern? Geschnuppern einfach. Okay. Johannes, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich würde gerne Landmaschine mich werden. Und ja, bin einfach geschnuppern. Fühler ausgestreckt? Ja. Aber noch keinen Lehrvertrag? Ha. Ja. Aber sieht es gut aus? Ich hoffe es. Ja. Gut, wünschen wir euch mal vom beruflichen Weg alles Gute. Jetzt kommen wir aber zum Schwingen. Ihr seid ja schon zwei Saukog und wenn ihr die beiden anschaut, sieht man auch von den Posturen her, sie sind nicht die gleichen. Der Johannes schwingt anders als der Daniel. Johannes, wie würdest du den Daniel einschätzen als Schwinger? Also ein sehr lästiger Schwinger, sehr stark, ist immer parat, ein kleiner Fehler und man liegt auf dem Rücken, sehr zäh. Zum auf den Rücken bringen ist für mich etwa mal unmöglich. Und auch ein sehr konstanter und wirklich guter Schwinger. Und es ist cool, so mit ihm so zu trainieren. Daniel, und der Johannes, wie hast du den in Erinnerung? Ja, auch sehr gut. Halt. Ja, das denke ich jetzt, aber ja. Also, was zeichnet den innen aus? Ja, vor allem die Stärke ja und Technik und all so, was stimmt und immer eine Art gleichen Rhythmus hat an den Schwingfässern. Oder halt im Training auch vor allem immer dabei ist und ja. Etwas ist mir auch noch aufgefallen, wenn ich schon einen Jungschwingertag von euch besucht habe und gesehen habe, während dem Schwingen fiebert der eine für den anderen. Wenn der Johannes da ist, fieberst du für ihn. Wenn du da bist, fiebert der Johannes für dich. Und jeder hilft den anderen und gibt Ratschläge. Ist das nur ein Bild nach außen, das wir haben, oder ist das wirklich auch so? Nein, es ist schon so, weil wir eben trainieren in der Woche. Zweimal sicher miteinander und halt privat haben wir so, sind wir auch viel miteinander unterwegs. Und eben zwei Schlitzohren, hat er gemeint. Ja, man kann es schon so nennen, ja. Also muss man ja auf dem Segmel hinein sein. Johannes, hast denn du mit ihm auch schon müssen in einem Ernstkampf schwingen? Weißt du, dort hört ja die Freundschaft auf, dort hat man den Gegner gegenüber. Ja, ich habe schon zweimal mit ihm müssen in einem Ernstkampf schwingen. Und es ist sehr komisch, weil im Training kann man einfach riskieren und man weiß, es geht um nichts und man profitiert so viel voneinander. Und dann plötzlich zu umschalten und einfach alles im Kopf durchgehen, was er gut kann, es ist anders und mir wäre es gleich, wenn es nur so vorkommt. Weil jawohl, also eine Hoffnung habe ich schon, dass ihr zwei dann hier im Schlussgang wären, in eurem Jahrgang hier am Grabser Buben schwingen. Das wäre doch noch ein Highlight, oder? Ja, das wäre schon noch schön, aber mal schauen. Ja, wir schauen. Johannes, ich weiss von dir noch, du tust ja nebenzu noch ein bisschen ringen. Ja. Als Ausgleich. Der Daniel macht es eben jetzt nicht. Was kannst du da aus dem Ringen raus für Vorteil holen, fürs Schwingen? Ja, also mir hat es früher sehr viel geholfen, weil ich eher im Festeren war. Und dadurch konnte ich viel Technik vom Ringen holen, die ich nur vom Schwingen her nicht hatte. Wo Daniel hat schon von Grund auf die Technik gehabt, die ich nie gehabt hätte, wenn ich nicht ins Ringen wäre. Und eben heutzutage so Ringergriff im Schwingen zu bringen, wo ich nie schon erwartet hätte. Und umgekehrt auch vom Schwingen etwas in den Griff ins Ringen bringen, wo wirklich niemand erwartet das. Daniel, wie ist denn diese zwei Kämpfe ausgegangen, diese Ernstkämpfe, die wir gegen den anderen müssen? Ist nicht eines nur ein Schlussgang gewesen, so gell? Mal sind beide Schlussgang gewesen. Und beides Mal ist für Johannes besser ausgegangen. Und ja. Hast du denn geschralzt über Seebad? Nein. Oder bist du verrückt gewesen, oder was? Nein, gar nicht. Es ist ja normal. Im Training verliert man auch oder gewinnt manchmal. Und Schwingfässer halt, eben weiss man auch nie. Und dann mag man es am einen auch gönnen, wenn er gewinnt. Oder also das sieht man auch nachher auch. Ihr buckelt einander ja einmal um, ob jetzt du gewonnen hast oder er gewonnen, wenn der Sieger da auf Schulter gekippt wird, dann bist du sicher dabei und umgekehrt, Johannes, bei dir auch. Also, man spürt, dass ihr einander sehr gut mögt und das finde ich auch toll für euren weiteren Fortschritt. Jetzt habe ich noch einen Blick in die Zukunft. Dieses Jahr findet ja der eidgenössische Nachwuchsschwingertag in Sion statt. So wie ich die Situation einschätze,
sind ihr schon zweijährig, die es arbeiten könnten. Aber da müsst ihr ja das Resultat bringen. Könnt ihr da dazu etwas sagen? Das wird wohl ein Ziel sein von euch in dieser Saison, oder nicht, Daniel? Ja, mal ein Ziel ist es schon, zu machen. Also, probieren tut man es sicher. Aber ich sage es auch nicht, wenn man nicht gehen kann, ist es kein Weltuntergang. Aber wenn man ja, kann gehen, kann man die Freude haben und sich auch vorbereiten. Und so. Aber da nimmt man alles vorzu, jedes Schwingfest um sein. Johannes, müsst ihr da bestimmte Resultate bringen? Oder wo schaut man da? Wie wird man da selektioniert? Kannst du da etwas dazu sagen? Also es ist halt ein Vorteil, wenn man auf die vorderen Jahre auch eher bei den vorderen dabei war. Und man muss sicher alle Zweige machen das Jahr. Und am besten wäre im Kantonal, wo Daniel jetzt schon arbeiten konnte, ein Festsieg. Das ist natürlich super, oder eigentlich in den Schlussgang reinkommen. Und einfach eine konstante und eine gute Saison zeigen. Hoffen wir da für euch. Jetzt noch schnell zu deinen. Was ist für dich, wenn du jetzt so zurückschaust, der grösste Erfolg bis jetzt? Also du hast ja schon mehrere Erfolge gehabt. Ja, der erste Sieg bleibt mir natürlich immer dort. Wo war der? Irgendwo im Wili unten. Es war ein Bubenschwingfest. Und ja, ich war der Jünger, nie gedacht. Der Bruder hat mich ein bisschen gecoacht. Und dann den fünften Gang gewonnen und dann im Schlussgang. Und dort einen Gegner, der damals ziemlich gut war. Ich habe ihn nicht gekannt, die gegangen ohne Sorgen und konnte gewinnen. Und das bleibt mir sehr im Kopf. Schön. Daniel, du hast ja gerade kürzlich einen sensationellen Erfolg gehabt. Der W&O hat darüber berichtet. 6 Gänge gewonnen am Bündner kantonalen Jungschwingertag, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Schlussgang gewonnen. Wie war das für dich? Ja, sehr schön. Vor allem, wenn man so nach dem Winter kommt, das Schwingfest, ja, man kann sich ausgleichen gegen andere und so. Und ja, es war ein schöner Erfolg und ich habe es genossen. Also mit 60 Punkten, also jedes Mal eine 10 machen, Blattwürf, das ist ja schon noch ein bisschen speziell. Und da gibt es schon noch ein bisschen Kick jetzt für die nächsten Kämpfe, die du hast, Daniel. Ja, das ist schon ein bisschen etwas, schon, wo du eine Steile gesetzt hast auf dem Weg nach Sion, oder? Ja, das, ja, finde ich, ich nehme es nicht so schwer mit Jugendeidgenössischen und so. Bei mir ist es einfach, ich nehme einfach alles vor zu und eben wie es kommt. Und wenn ich mal nicht gehen kann oder so, eben muss so gesund bleiben und fit sein und da und weiss man halt auch nie, was ist. Johannes, was hast du deinen schönsten Preis, den du schon mal mit heimgenommen hast? Es gibt ja bei euch in der Regel nur Zweige und nicht so Preis wie bei den aktiven Schwingern. Was ist das Schönste, was du daheim hast, aufstellen konntest, was du mitgenommen hast? Ja, ich konnte die Bündner Kantonale auch mal gewinnen. Und dort habe ich eine schöne Glocke mit Dachsfell heimnehmen. Und die hängt jetzt im Eingang und es freut mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Schlägst aber nicht den Kopf an, wenn du hier kommst, oder? Nein, nein, selbst schaue schon. So, jetzt möchte ich dem von euch noch ein bisschen sehen, was für Spezialschwünge das ihr habt, ohne dass wir zu viel verraten für eure Gegner. Ich möchte, müsst ihr die Hose noch anlegen. Und dann möchte ich da, dass ihr auf der Matte noch ein bisschen zeigt, was ist dein Spezialschwung, Daniel? Johannes, mit welchem Schwung versuchst du vor allem das Kreuzli zu machen auf dem Notenblatt? Jetzt stehen sie hier, so wie es antreten, in einem Ernstkampf. Vielleicht noch ein Wort zu der Ausrüstung. Was wollt ihr zusätzlich zum Kleid, das ihr anhabt, anlegen? Also, ich habe noch einen Ohrenschutz an, er auch. Das ist einfach, die Brüder haben das an. Und auch für die Tore ist es halt schon der. Und dann haben wir das auch von den Brüdern übernommen. Und momentan könnte ich nur ohne den Ohrenschutz. Und ist da noch nie im Weg gewesen? Ha, nein. Ich habe mal im Schwingfest vergessen, oder verloren besser gesagt. Und das Schwingfest war so eines meiner schlechtesten gewesen. Gut, leist es dann unbedingt an, da gab es, gell? Daniel, etwas noch zu den Hosen? Ja, wie man es anlegt, oder was? Ja, selbst sieht man jetzt, dass es wie an ist, aber aha. Was ist speziell an diesen Hosen? Ja, robust sind sie. Also, wegen etwas verleiden. Und man muss sie gut hier auf eine Seite reintun. Und hier auch wirklich anschnallen. Also, da muss fest angezogen sein. Die Kampfrichter kontrollieren das. Dann ist ja aus Zwilch. Wo ist jetzt das Gestöss? Man redet dann vom Gestöss bei den Hosen. Ja, hier, wo man greifen tut. Ja. Und ein paar greifen lieber vorne und ein paar halt lieber hinten. Was ist das für eine Taktik, wenn man vorne greift?
Ja, es ist nicht bei allen gleich. Bei ein paar ist es, wenn du vorne nie greifst, zum Verteidigen. Eher defensiv, ja. Ja, und das andere, wenn man hinten nie greift, eher auf Zug und eine Art, ja. Aber es kann halt immer noch umgekehrt sein bei ein paar Leuten. Oder, und je nachdem darauf an. Zu euch passt ja auch die übrige Kleidung. Ihr seid Zennenschwinger. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ja, ich habe Daniel hat das normale Sennenhemd. Und ich habe das Hemd von Kilian Wenger. Gottfried Stutz, woher hast du das bekommen? Also das ist nicht zwar aber das Muster, das er hat. Und das hat mir meine Tante genäht. Und ja, es gibt dann auch noch Swissetöne, wo alle... Vielleicht zu den Hosen noch etwas? Zu meinen? Ja, einfach bei den Sennenschwingern. Ah, die Sennenschwinger, die haben schwarze Hosen. Und die sind jetzt, das sind eine Art die Hosen, die ich und Daniel haben, sind Schwingerhosen. Die haben hier eine Art so wie ein Rillen. Die sind, sag mal, rutscht gerade ab. Das ist sehr patent. Gut. Dann hast du noch zu den Turnerschwingern etwas sagen? Ja, die Turnerschwinger haben das Tönü einfach ganz weiss. Haben weisses Liebling und weisse Hosen. Sehr gut. Jetzt gehen wir mal noch auf die Matte schnell. Wir haben zwar kein Segmel. Ich will einfach, dass, ohne dass es viel verrat ist, Johannes, mal zeigen, was dein Spezialschwung ist. Ich meine, sei der kurz. Kannst du dir nachher etwas sagen, auf was das hier drauf ankommt? Jetzt greifen wir gerade richtig zusammen, wie wenn ihr ernsthaft kämpfen würdet. Man gibt sich die Hand, schaut einander in die Augen und dann wird richtig gefasst. Hinten dran am Gurt, dann eben vorne am Gestöss. Ihr seht jetzt schon, der Johannes Lange schon hinten mit der linken Hand, nein, mit der rechten Hand, damit er den züchern kann. Und das war ein schöner Kurz. Bei dem Kurz kommt es sehr darauf an, dass man höher genug kann nehmen kann und dann sein eigenes Knie, vielleicht zeigst du es nochmal, Johannes, sein eigenes Knie kann zwischen die Beine bringen vom Gegner, damit er eben den schön kann lernen kann. Jetzt zieht er und das linke Knie geht zwischen die Beine und da wäre jetzt ein Blattwurf. Ein sauberer Zehner gewesen, den Johannes gemacht hat. Der Daniel, muss ich jetzt noch sagen, der wird sich dann, wenn es ernst wird, schon noch etwas anders, wenn da einer will kurz ziehen. Daniel, welches ist denn dein Spezialschwung? Einer. Du hast einen Haufen. Fußstich. Fußstich. Kannst du da zum Voraus schon etwas sagen? Ja, halt eben nicht zu viel verraten, aber... Ach gut, wir schauen halt jetzt. Ziehen normal, wie es einem passt. Wir schauen jetzt, wie der Fußstich geht. Habt ihr gesehen, was Rechtbein gemacht hat? Daniel, zeig es nochmal. Also er zieht auch und dann tut er das Rechtbein einem anderen im Weg, dass er ihn kann. Habt ihr es gesehen? Das war, glaube ich, wunderbar demonstriert. Jetzt haben wir die Erika noch da bei uns. Die Erika schaut natürlich interessiert zu, da, wie die beiden Jungschwinger zeigen, was für Schwünge haben. Jetzt gibt es ja noch den Weiberhaken. Weißt denn du, was er bist? Ja, nicht ganz genau. Ich kenne schon verschiedene Schwünge, aber ich könnte jetzt nicht erklären, wie er geht. Jetzt lassen wir mal zeigen. Wer zeigt denn von euch? Johannes, Daniel? Der Johannes zeigt, ja, was ein Weiberhaken ist. Jetzt müsst ihr auf die Beine schauen. Jetzt zieht er und nimmt dem anderen mit seinem rechten Fuß das rechte Bein weg und bringt ihn so aus dem Stand. Kannst du den noch mal zeigen? Schön zeigen. Ich weiß ja nicht, warum das der Weiberhaken ist, aber ich sehe einfach, dass, wenn es jetzt eine Frau wäre nebenzu, die keine Platte auf den Rücken und leiden hat, wunderschön dort. Ja, jetzt Erika hat den Weiberhaken, glaube ich, auch ein bisschen gepackt. Jetzt will sie es, glaube ich, noch selber probieren. Sehen wie. Wo muss ich den drehen? Ja. Ja. Hinten am Gurt. Mhm. Und mit der linken kannst du hinten da. Okay. Und jetzt müsst ihr mit dem... Ja, genau, dort gehen wir einhängen, ja. So? Ja. Was denn? Das ist ja gut. Drückt noch gegen Frauen. Jetzt bin ich gerade noch zu schnaufen gekommen. Schön haben wir die Präsentation hier oben können machen im Schulhaus Grabserberg bei bestem Schwingerwetter, würde ich sagen. So wäre es ideal, wenn wir sie so könnten haben. Jetzt folgen wir einfach alle noch ein bisschen und dann haben wir in ein paar Tagen haben wir den bestes Prachtwetter für euer Bubenschwingen. Was hättest du noch einen allerletzten Wunsch gerade so, Peter?
Ich würde mir wünschen, dass ein Haufen Besucher kommen, dass die Buben schwingen am 18. Mai, zwar den ganzen Tag durch in der Festwirtschaft und dann vor allem auch am Abend am Fest. Und für mich immer wichtig, möglichst unfallfrei, dass die Schwinger wieder gesund können heim und wieder für die nächsten Kämpfe bereit sind. Macht's gut, ihr zwei, und ihr zwei vom OK selbstverständlich auch. Danke. Danke.